Damit auch herzlich willkommen zurück. Heute, also was heißt jetzt, die zweite Aufnahme in dieser Session, mal ohne den Kleinen. Er mag einfach nicht so richtig. Egal, geht auch ohne ihn. Ist leider nur nicht so schön. Aber was soll's. Ist da jemand? Aufmachen! Das Badehaus ist geschlossen. Ich muss mit dem Besitzer reden. Ich weiß, dass er da ist. Weiß nicht, ob das eine Rolle spielt. Er ist schrecklich beschäftigt. Aha. Sag ihm, Gerald von Riva will ihn sprechen. Kann nicht versprechen, dass Herr Reuben Zeit für dich hat. Hä? Wollen wir wetten? Na schön, ich werde es versuchen. Einen Moment. Ich hätte das andere Quest gewählt, nicht Plop. Sigi Reuven bittet dich höflich zu sich. Ich bin Happen. Happen? Ja, okay. Es ist Happen. Das Treffen findet in den Bädern statt. Wir gehen durch die Umkleide, da kannst du deine Sachen lassen. Dann los. Alles klar. Hi, Happen. Uhaha. War das. Sag mal, ja, das ist doch Finde Junior. Moment. Na gut. Deine Ausrüstung passiert nichts. Ja, das will ich aber hoffen, sonst gibt's hier ordentlich eine vors Fressbrett, leider Happen. Na dann, ja, okay. Meine Kampfkünste kann ich gerade nicht demonstrieren. Sigi Rolfen wartet nebenan. Hey, Weißer. Netten Arsch hast du da. Hast recht gehabt, er wird nicht rufen. Oh, noch mehr. Möpse. Ja. Und Junior hat ihm die Hand abgeschnitten. Spiel zu Ende, vorbei. Also jetzt bleiben wir hier. Dann hat er die Leiche zurückgeschickt als Hand ausgestreckt in Frieden. Wir haben verdammt noch mal schön genug erreicht. Ja, Schnauze, ich guck mir doch nur Möpse an. Eines sind mit dem Handtuch verdeckt. Schickes Badehaus. Von der Jaruga bis zu den Drachenberg. Na dann. Ganz ruhig, Hacker. Hurensohn Junior ist ein toter Mann. Mein Sekretär schickt euch eine Nachricht. Du hast keinen Sekretär. Und wir eliminieren Junior nur dann, wenn alle von uns einverstanden sind. Reuven, dein Gast. Verdammt, warum hast du den hier reingelassen? Weil ich mit ihm reden will. Das ist Gerald von Riva. Gut, dich wiederzusehen. Wie immer weiß ich von nichts, verflucht. Wer zum Teufel bist du? Der Gerald von Riva, hast du doch gesagt. Ich denke, euer Gastgeber stellt mich vor. Er ist hat ein er Hexer. Schon gemacht? Derjenige, der erst ein Attentat auf Foltest verhindert und den Monarchen dann getötet hat. Angeblich. Ich habe Foltest nicht getötet. Dir auch einen guten Tag, Dijkstra. Reuven, oder wie auch immer du dich gerade nennst. Beim letzten Mal hat Gerald mich windelweich geprügelt und meinen Knöchel zermalmt. Ich frag mich, was er diesmal auf Lager hat. Eindringlinge, sie haben sich ins Badehaus geschlichen. Mehrere Männer. Wovon zum Teufel spricht er? Ein verdammter Wahrsager? Mörder! Bitte nicht! Ah! Verfluchte Scheiße, ich hab's gewusst. Irgendwelche Waffen versteckt? Nur ein paar. Aha.
Erste Klopperei mit blankem Schniedel. Ah. Okay, Zwerge sind schon lustig. Der Bastard! Zusammen, Jungs! Verdammt! Schlechte Idee. Wir brauchen einen lebendig. Du bist so gut wie tot. Und? Aber tot ist doch meine Spezialität. Verdammt! Na, wie lange soll ich noch warten? Na, komm schon. Warum hat er denn zugehauen? Wir brauchen einen lebendig. Tja, der geht nicht auf meine Kappe. Gute Arbeit, die Herren. Tut mir schrecklich leid. Meine Sicherheitsvorkehrungen haben versagt. Ich untersuche noch, wer, wie und warum. Das war Hurensohns Abschaum. Ja, ja, genau. Untersuchung des Wer und Wie beendet. Mhm. Fang nicht wieder damit an. Vor allem nicht vor unserem Gast. Wer hier reingeplatzt ist, direkt bevor sie angriffen. Zufall? Warum bezweifle ich das? Geben wir ihm eine Chance, sich zu erklären. Ich suche nach Hurensohn Junior. Interessant. Was willst du von ihm? Seinen Kopf? Das ist privat. Ah, Geralt legt großen Wert auf seine Privatsphäre. Es war ein blutiger Albtraum, ihn auszuspionieren und zu beschatten. Trotzdem. Als er Marigold gesucht hat, war er nicht so misstrauisch. Meine Herren, habt ihr den beschissenen Verstand verloren? Was ist das für ein Kaffeekränzchen? Stimmt. Hurensohn macht Jagd auf uns. Die wird irgendwann erfolgreich sein. Wir müssen ihn zuerst töten. Aber bitte, hockt ihr hier im Wasser, furzt und guckt den Blasen beim Aufsteigen zu. Oh ja, geil. Ich schick meine Jungs derweil in Hurensohns Verstecke. Sollen Krach schlagen, den Wichser aufscheuchen. Und du, Uralt oder wie auch immer du heißt, du willst Hurensohn finden? Finde erstmal mich. Kein Problem, du bist ein Zwerg. Dingst nach Schnaps oder wie war das? Irgendeine Idee, wo Junior steckt? Ich bin für jeden Hinweis dankbar. Sigi? Ist einen Versuch wert. Geralt ist gut darin, Leute zu finden. Er hat ein... Und diskret ist er. 7 Tattoo mit Herzen. Nicht zu unterschätzen. Sehr schick. Dann lasse ich euch allein. Dann reden wir weiter. Ziehen wir uns vielleicht mal an? Sicher, natürlich. Dann reden wir. Unter uns. Jetzt wollen wir 4 Augen sprechen. Was für ein Chaos. Hätte nie gedacht, mich darüber zu freuen, den Mann zu sehen, der für meine häufigen Bäder verantwortlich ist. Wenn du dafür sauberer bist, hat sich der Knöchelbruch doch gelohnt. Er heilte sehr schlecht. Kein Witz. Ich muss ihn wenigstens 6-mal pro Tag in heißem Wasser einweichen. Und wenn nicht, pocht er wie die Turmuhren von Beauclair zu Sonnenuntergang. Ich hatte meine Gründe. Dein Bein wäre in Ordnung, wenn du mir nicht in die Quere gekommen wärst. Ja, das verstehe. Stimmt. Nun, ich verspreche dir, wenn ich die Dinge wieder rückgängig machen könnte, würde ich in Tanet vieles anders machen. Beispielsweise hätte ich meinen Männern befohlen, dich zu töten, statt dich zu fesseln. Hör zu, Rolf. Oder eher Dijkstra, da ich nicht in Stimmung für deine Decknamen, Passwörter und anderen Mist bin. Ich bin wegen einer bestimmten Sache hier. Wenn du zuhören willst, dann hör zu. Sonst erspar mir deine Witze und schmeiß mich gleich raus. Klar, wo drückt der Schuh? Sprich, denkst du, Hacker wird Hurensohn finden? Vielleicht, vielleicht auch nicht. Auf jeden Fall wird er die halbe Stadt abfackeln. So eine Verschwendung. Lass ihn, sag ich. Arbeite allein. Irgendwelche Ideen? Es gibt ein paar Viertel, in denen Junior Rückhalt hat. Dring da ein und sieh dich um. Aber sei diskret. Spar dir jedes Gewüte und Gefuchtel mit deinem Stahlpimmel.
Du ja, und ja. Bedlam wollt offensichtlich keinen Krieg mit Hurensohn. Warum nicht? Ich sage dir, was ich auch König Visi mir immer wieder gesagt habe. Krieg löst keine Probleme. Er führt zu Schwierigkeiten, die man dann wieder anders lösen muss. Es ist doch klar, dass jemand hinter Hurensohns Aktionen steckt. Ich mache ihn erst kalt, wenn ich weiß, wer. Okay. Ist deinen Partnern deine Vergangenheit bekannt? Wissen sie, dass du Sigismund Dijkstra bist, der ehemalige redanische Geheimdienstchef? Hacker, Bedlam und Junior. Na, die wären vielleicht Partner, wenn wir eine Mühle bauen und den Nachbardörfern das Korn mahlen würden. Aber wir müssen uns nur aus dem Weg gehen und hin und wieder abstimmen. Das macht uns nicht zu Partnern. Ob sie wissen, wer ich bin, wer ich war? Bedlam bestimmt. Die anderen ahnen es wohl. Wir reden nicht darüber. Warum auch? Mit anderen Worten, nein. Es ist sicher sinnvoll, sich erstmal umzuhören. Junior mag untergetaucht sein, aber er braucht Geld. Er kann ja nicht auf dem Trockenen sitzen. Glücksspiele. So macht er sein Geld. Junior kontrolliert die größte Spielhölle der Stadt. Werde nie vergessen, wie Reich Hemmelfahrt da mal randaliert hat. Hatte einen Rubin. Dann wird's Zeit, ins Casino zu gehen. Außerdem gibt es noch die Arena unter der Stadt. Man kann mit Wetten fast so viel machen wie mit dem Casino. Ständig werden da neue Muskelprotze angeheuert. Hurensohns Haus könntest du auch durchsuchen, obwohl du ihn da kaum finden wirst. Aber vielleicht einen Hinweis. Na dann, Wegbeschreibung. Wo ist Juniors Casino? Bei den Türmen der Tempelwache. Offiziell hat Hurensohn nichts mit dem Casino zu tun. Also pass auf, was du sagst. Du solltest keinen Verdacht erregen. Die Arena klingt vielversprechend. Wo ist sie? In der Kanalisation unter Gildorf. Aber du musst durch die Scherben rein und den Gestank der Armut ertragen. Tja, Junior liebt gute Kämpfe. Sicher gäbe er was drum, einen echten Hexer in Aktion zu sehen. Du sagst, Hurensohn hat ein Haus. Wo ist das? Das ist ein solides Steinhaus auf der Tempelinsel, einmal über die Brücke. Aber da findest du ihn wohl kaum. So dumm ist Junior nicht. Nein, er ist noch viel, viel dumm. Mal sehen, ob ich Hurensohn im Casino oder in der Arena finde. Oh, mit Hacker könnte ich auch mal reden. Mach, was du meinst, Einbruch, aber sei vorsichtig. Prügelei Hurensohn und Casino. Wahrscheinlich mit Prügelei. Danke dir aber für die Hilfe, Dijkstra. Verschwinde einfach, Hexer. Und wenn du den schmierigen Bastard nicht finden kannst, komm zu mir. Ich kenne ihn. Ich lass mir was einfallen. Hör mal, Rittersporn ist verschwunden. Weißt du vielleicht, was mit ihm passiert ist? Das, was mit jedem passiert, der Junior auf die Füße tritt. Das heißt? Er wird umgarnt von hübschen Jungfrauen, die ihn mit Schaumwein und Pasteten verwöhnen, die mit Nachtigallzungen gefüllt sind. Na komm, Geralt. Lecker. Was wird mit ihm passiert sein? Bestimmt liegt er am Grund des Ponta, die Hände mit den Seiten seiner Mandoline gefesselt. Laute. Von mir aus kann er auch mit einer gottverdammten Posaune dort unten verfahren. Du hast nicht zufällig ein Hühnchen mit Rittersporn zu rupfen, oder? Natürlich habe ich das. Meinst du das ernst? Todernst. Rittersporns neues Sonett. In der zweiten Strophe benutzt der Arsch ein Couplet statt eines umschließenden Reims. Du kannst dir denken, was das für eine Beleidigung für einen Poesiekenner wie mich war. Der steht auf Poesie. Das lasse ich ihm nicht durchgehen. Das habe ich ernst gemeint. Ich auch. Ich habe keine Zeit, mir über deinen wollüstigen Freund den Kopf zu zerbrechen. Hab genug eigene Probleme. Probleme, bei denen du mir vielleicht helfen kannst. Das war ja klar. Und wenn du das tust, könnte ich geneigt sein, nach Rittersporn zu fragen und rauszufinden, was ihm zugestoßen ist. Na klar. Du bezahlst mich doch, oder? Nichts ist umsonst, hm? Hast du auch so hart gefeilscht, als M hier deine Dienste wollte? Klar.
Wer hat dir davon erzählt? Was meinst du mit wer? M hier natürlich. Haha. Ich verrate doch nicht meine Quellen, weder dir noch irgendwem sonst. Wäre verdammt unprofessionell. Der weiß zu viel. Aber genug geredet. Vorsichtig sein, er war immerhin Chef. Ich zahle dir was. Verlass dich drauf. Also, bist du dabei? Ja. Vielleicht kann ich helfen. Was brauchst du? Ich zeig's dir lieber. Ein Bild sagt bekanntlich mehr als 1000 Worte. Ach, und dir ist klar, dass du eine Klinge zwischen die Rippen kriegst, wenn du irgendwem was davon erzählst. Hab ich mir schon gedacht. Wunderbar. Und eines noch. Sagen wir, ein Befehl. Zieh auf keinen Fall dein Schwert, außer ich bitte dich darum. Ja, das soll ich einhalten, oder was? Was geht denn nur ab? Bitte folge mir. Ja, ja, klar. Ja, kein Problem. Cool, wann wird meine Energie geheilt? So. Achso, die ganzen Blätter und so, das ist oben, ne? Das liegt auf dem Weg, das ist ganz legitim mitzunehmen. Das gehört zur Bezahlung oder so? Oh, Bart. Nicht schon wieder. Bart? Oh, Kacke. Was ist das? Steht da irgendwas mit Aufnehmen, aber du machst es nicht. Ah ja, okay. Oh je, irgendwas stimmt hier nicht. Aber was hier nicht stimmt, das finden wir... in dieser Episode doch raus. Ich habe gerade auf die Zeit geguckt. Bart, hör auf damit! Sofort! Bart, Hilfe! Bart, mach die Ziggy voll nieder! Deinen Kopf gegen die Wand zu schlagen, wird nichts daran ändern. Bart, aua! Bart, nicht denken! Bart, nicht denken! Bart, nicht traurig! Du scheinst dich ja mit dem Troll bestens zu verstehen. Also, was soll ich hier unten? Merk dir das Loch da. Ich komm nachher nochmal drauf zurück. Siehst du die Tür da? Dahinter ist die Schatzkammer. Bis vor kurzem noch voller Novigrader Kronen und anderer Wertsachen. Bad bewachen. Dann machen Bums. Zatsch weg. Ich übersetz mal. Irgendein Arschloch hat sich mit fast 20 Tonnen meines Goldes und dem ganzen Kleinzeug vom Acker gemacht. Und du bringst es mir zurück. Ah, ich merke schon, die Quest Hurensohn und der da ist so miteinander verknüpft. Das gehört wohl zusammen, was? Na schön, ich werde dir helfen. Du strahlst ja nicht gerade vor Begeisterung. Hexermutationen, die rauben uns die Emotionen. Sonst würde ich vor Freude an die Decke springen. Na gut. Ich sollte mich mal umsehen, aber erst ein paar Fragen. Bin ganz Ohr. Ich schätze, die Diebe sind durch das Loch hinter dir reingekommen. Du bist ein echter Meisterdetektiv. Sonst noch irgendwelche brillanten Schlussfolgerungen? Das Jahr vielleicht? Den scheiß Namen von Redaniens König? Nein. Aber ich frage mich zum Beispiel, woher das Loch überhaupt stammt. Kein Loch. Bums. Loch. Bart wolle nachsehen. Bart nicht sehen, nur schlafen. Schlechte Lipze. Kopfwirr. Pilze.
Schlechte Pilze? Wie meinst du das? Popsporen. Die sind hochgiftig. Ein Atemzug und du bist tot. Es sei denn, du bist ein Troll. Der Bart. Bart Troll. Ja. Ich rede nicht mit dir, du Blödmann. Wo war ich stehen? Ach ja, Popsporen. An den Wänden der Kanalisation hinter der Schatzkammer. Hielt ich erst für nützlich. Zusätzlicher Schutz und so. Die Diebe haben sie überwunden. Bart, hast du sie gesehen? Bums. Bart durch Loch sehen wollen, woher Bums. Atmen, Lipze. Schlafen ein. Zatsch, futsch. Schatzschutz. Böser Troll. Und wie ist der ja putzig, wie er spricht. Na, Kopf hoch. Bums, kannst du das näher erklären? Bums. Bums. Grosso. Ich mach das. Explosion. Groß genug, um dieses Scheißloch in die Wand zwischen Schatz und Kanalisation zu sprengen. Du kannst dich ziemlich gut mit dem Troll verständigen. Hab mich ja in meinem Leben schon mit so manchem Idioten abgeben müssen. Siehst ja auch fast so aus. Hast du versucht, die Diebe selbst zu verfolgen? Klar doch. Habe diesen Trottel angeheuert, Fons. Dumm genug, keine Fragen zu stellen. Haben was gegen die Popsporen eingeworfen und sind in die Kanalisation. Bin aber allein wieder rausgekommen. Was ist passiert? Der Kerl hat auf einmal so entsetzlich gerülpst, dass die Wände gewackelt haben. Hab ihm gesagt, Fons, hör auf, du bist mit einem Grafen, nun ja, ehemaligen Grafen, unterwegs. Und dann hat er sich übergeben und das meiste gegen Gift ausgekotzt. War nicht mehr geschützt. Hab versucht, ihn rauszuziehen. Da sind auf einmal Blasen aufgestiegen. Irgendwas kam aus dem Wasser. Das Leben meiner Männer ist mir wichtig. Aber meins noch mehr. Habe Fons losgelassen und bin wie wild weggerannt. Ich sollte mich mal in der Kanalisation umsehen. Hast du noch was von dem Gegengift? Noch ein paar Fiolen. Und das Rezept. Ekliges Zeug, wenn ich ehrlich bin. Aber es rettet dir das Leben. Hier. Danke. Nichts zu danken. Wirklich. Wenn du erstickst, nützt du mir nichts. Gut, ich bin oben, wenn du mich suchst. Von der leeren Schatzkammer kriege ich noch ein Magengeschwür. Viel Glück. Naja. Gut. So, bis hierhin, Freunde. Ja, es war mir wie immer eine Freude. Jetzt haben wir ein paar Minuten drüber gemacht. Macht nichts. Ja. Hat auf jeden Fall wieder riesig Spaß gemacht. Wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es weitergeht mit Witcher 3 und der Hauptquest. Bis dahin, ciao.